Schau Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei ist die liebe und gute Anissa Duck. Was geht, Anissa? Hallo Revi, es freut mich wieder sehr hier zu sein. Ich grüße wie jedes Mal meine Mom. Hi Mama, ich weiß, du bist Revi-Fan. Weiter können wir machen, ja. Ist das wirklich so? Hat deine Mutter schon mal ein Video von mir geguckt? Nein, Alter. Mann, warum denn nicht? Gönn mir doch mal, Anni. Kannst du mal so einen Videoabend machen, wo du mit deiner Mutter nur Videos von mir guckst? Uff, belastend. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder gut machen sollte. Glaube ich gar nicht. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns heute mal wieder ein paar Twitch-Fails an. Die Twitch-Fails mit dem aufreißerischsten Thumbnail habe ich mir hier rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Let's go. Schauen wir mal rein, was hier so passiert. Was ist das da im Hintergrund? Siehst du das? Siehst du diesen Mann im Hintergrund? Der. Oh. Deshalb wäre ich ungern IRL-Streamer tatsächlich, weil ich vor solchen Leuten wirklich Angst hätte. Das muss ich ehrlich sagen einfach. Aber guck mal, der Typ hat ihn ja auch gesniped. Stell dir mal vor, du wirst IRL-Stream-sniped. Wie nervig ist das denn? Ne! Aber ich meine, woher weiß der das, dass der da ist? Hat der sich extra eine Maske angezogen und so, ne? Keiner. Ich, Anni, ich, Amerika. Gerade gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Was? Warte, das ist echt. Alter, holy fuck. Ich dachte gerade, das wäre ein Videospiel. Ey, Digga. Was? Nein, das ist doch kein Videospiel. Das war ein richtiges Fahrrad, Bro. Hä, das sah so echt. Bro. Echt. Ja, sie kocht. Ja. Nein, was? Vietnam ist nicht in Europe, also in Europa. Alter, oh mein Gott. Ich kann Englisch, Alter. Alter. Yo. Hast du gerade gesehen? Nee, ich spur mal kurz zurück. Seine Magazin von der Waffe ist gerade explodiert. Alter, guck mal jetzt. Das Dampf voll. Alter. Uff, Alter. Das ist ja ultra gefährlich auch. Ah, jetzt kommt das schon wieder. Warte jetzt, was macht der jetzt? Er schaltet um. I got the juice. Kennst du diese IRL-Streams? Ich finde die so unangenehm. Wo irgendwie so ein Typ ist und der ist dann irgendwie im Facecam mit so voll vielen Mädels und dann beantworten die so komische Dating-Fragen. Kennst du die Sachen? Ja, ja. Und die sind alle so mal ein bisschen knapp bekleidet auch irgendwie, ne? Ja, und der Typ stellt so richtig, so eklige, richtig sexuell unangenehme widerliche Fragen. Ja, ja. Ja, und auch so richtig so. Alter, das ist ja, so richtig. Ja, weird, mies. Alter. Weird Champ, der Typ. So ja. Alter. Das Ding ist halt in der Situation, du bist halt immer die Gearschte, so, weißt du, was ich meine? Ja, weil genau. Dich halt alle so voll objektifizieren so und du dann halt auch diesen ekligen Fragen ausgesetzt bist. Auf der anderen Seite, du hast dich ja bewusst darauf eingelassen, so, ne? Aber ja, ich verstehe schon. Ja, ist schon. Keine Ahnung, es gab doch gerade eine relativ große Diskussion auf Twitter mit Alinity zum Beispiel, diese Geschichte, weil sie ihre Katze rumgeworfen hat und sowas, nicht gebannt wird und sowas und bei ihr mehrfach schon gewesen ist und sowas und man fast Nippel von ihr gesehen hat und so weiter und so fort und Monte nicht mal einen Boxershort streamen darf, dass Frauen bevorzugt werden auf Twitch. I don't know, ich halte mich da raus. Ihr könnt aber gerne mal eure Meinung in Kommentare freundlich und sachlich formulieren. Das würde mich freuen. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich bin da außen vor. Ich finde, jeder soll auf Twitch streamen, solange er nicht Katzen durch die Gegend wirft. Ich habe mir die Sachen angeguckt und es ist mies, dass sie ihre Katze rumwirft. Es ist noch mieser, dass die ihrer Katze Wodka gibt. Ja, aber ja, das ja. Ist halt die einzigen beiden Sachen, die passiert sind. Und die also tun ich halt so, als ob die irgendwie ihre Katze on stream umbringt, ne? Machen wir weiter. Okay. Marcel! Janet! Dabei in der Leitung! Ich wollte gerade ausmachen, Junge! Alter! Marcel, du kannst doch jetzt 25.000 rüberschicken! Ja, sag mal was! Er hat einen Raid, bekommen. Alter, das Junge, ist. Junge, zeig's aber hier! Knossi, berücksichtigt! Knossi, komm runter! Nein, hier! Knossi! Einmal Alarm! Wieder. Sag ich dir, Frau schlägt mich, du bist du noch ganz sauber. Noch nie jemand gesehen, der sich so über Raid freut. Oh nein. Oh nein, Alter. Oh nein. Ist das Rotwein? Oh nein. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, seine Haare fallen aus. Alter, vom Blondier. Ach du Alter, no. Hey, guys, there's an island. ja, well, also, also ich würde sagen, die haben eingepackt, die Jungs. Guck mal, richtig Haarausfall. Ach du Sch... My hair is actually falling out. I'm looking at, I'm watching it fall out. Look. Oh, Sch... Actually falling out. Look. Oh, die ist so asozial. Ja, sie hat's halt voll verkackt. Weißt du, dass sie einfach zugibt? Ey, tut mir voll leid, ich kenne mich nicht mit Blondierung aus. Blamed die denn das eigentlich? Oh, Minecraft! Anni, Minecraft! Oh, das sind wir, oder nicht so ganz? Diamanten.
Alter! Bro! Bro! Das hat mich jetzt selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hä, wo kam der denn her? Keine Ahnung, er kam aus irgendeiner seltsamen Ecke. Okay, wir haben hier noch Just Chatting Clips, Alter. Gucken wir da mal rein. Ready? Oh, das war's. Was? Ready? Was ist das für ein geiles Game? Hä? Was zum Teufel ist das für ein geiles Game? Alter. Hä, wie krass. WTF? Oh mein Gott, Alter, was geht ab, Alter? Okay, here we go. Was passiert hier? This is a video, an intro video by Tiffany Lockhart. We will react together. Let's continue. Was hat der da an? Let's continue. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Was ist das? Hä, was ist los? Ich verstehe absolut gar nichts, Anni. Ist ein Enderman? Okay. Oh, die sind so unheimlich. Alter. Er hat de facto nichts mehr. Oh mein Gott. Nein. Nein. Alter, oh mein Gott, er hat ultra hardcore gespielt. Seine ganze Welt ist weg. Seine ganze Welt ist jetzt weg. Weil er gestorben ist, Anni. Ach, Alter. Krass. Belastend, oder? Er ist durch einen Bug gestorben. Wow. Das ist Shroud mit seiner Freundin. Was ist das? Oh, eine Katze. Oh, guck mal, wie klein die ist. Knossi, Alter, der Ehrenmann. Da kommt er. Der Behinderte. Der ist komplett durch, der Mann. Der ist einfach wahnsinnig. Ach, das da unten ist der. Knossi ist einfach straight up wahnsinnig, Mann. Junge. Er arbeitet hier gerade an einem Pizmeet-Video. So, guck mal, jetzt verschwindet das Teil nämlich richtig schön in seinem Mund. Alter, geil. Sehr schön. Mhm. Wichtig, ganz wichtig. Was macht der da, Alter? Wie doch gerade sich fragt, was mache ich hier? Aber kennst du das nicht, diesen Moment, wenn du ein Video schneidest und einfach denkst, was mache ich hier? Oder what the f*** habe ich da gerade aufgenommen? Noch schlimmer einfach, ja, genau, weißt du? Er ist so bescheuert. Ein Fischstäbchen ist auch gut. Hey. Okay, die rappen. Der hat einen Cheeseburger auf dem Kopf. Ich liebe das Internet einfach. Oh, oh no, hast du verstanden? I'm about to do a 24-hour. At the end of this, I'm gonna stand at the Twin Tower. Weil die Twin Towers... Also, da kann man halt nicht mehr draufstehen, ne? Weil... Nächstes. Oh, nice. Sowas ist geil. Sowas braucht's auf Twitch. Hä, hey, wie cool ist das denn? Ultra geil, Mann. Ultra geil. Geil, Mann. Geil. Oh, ist das schön, Alter. Ultra. Hey, die sind die alle krank skilled. Krass. Heftig. Oh mein Gott, hast du gerade gehört? Er rappt und dann kommt der Sub-Alert rein und es geht genau drauf. Ja. Hör mal. Wie geil. Wie nice. Wie nice, Alter. Wie geil. Das ist ziemlich geil. Was ist das für ein Rap, Alter? Opening Application really Pornhub. Pornhub. Jesus, oh mein Gott, wie unangenehm. Oh mein Gott, wie unangenehm. Dieses Donation to Speech. Oh mein Gott, kennst du den Clip? Oh Gott, ja, das ist so süß. Ja, ich find's aber auch so mad funny. That's the cutest thing I've ever seen in my entire life. Das ist so süß, wie sie da aussieht. Ich weiß nicht. Oh. Unangenehm. Alter. Oh Mann, Alter, das klingt sich halt... Text-to-Speech, beste. Okay. Was passiert jetzt? There's f***ing 100 people here. Okay, really? You horny motherfucker. Oh Mann, Alter. Oh, debated, Alter. Ehrenlos, Alter. Oh nein, Latten-Daddy. Kauf dir eine bessere Flasche. Bro, es liegt nicht an der Flasche, dass ich die Bottle-Flips nicht hinne. Es liegt an mir, ich bin einfach nicht gut in Bottle-Flips. Oh, shit. Oh. Und man sieht's nicht, was ist das denn für ein Scam? Ah, Tanzverbot. Meinung zu Kellogg's? Ich weiß nicht, Kellogg's hat mir noch nie gefallen. Hey. Wer ist da? Zeig dich! Haben wir das nicht schon mal gesehen, Anni? Zeig dich! Haben wir das nicht schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Bruder, alles voll! Absoluter Ehrenmann.
Twitch immer noch ein weirder Ort, oder? Ja, was soll man machen? Leo hat euch jetzt einfach alles innerhalb dieser Stunde, die wir aufgenommen haben, alles IRL-mäßige zusammengeschnitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei Anni vorbei, weil die macht auch immer Videos und auch Streams auf Twitch. Und abonniert Revenzeit, der macht auch immer Videos und Streams auf Twitch. Sag mal Creator-Code Revenzeit. Warte. So, kannst du das so ein bisschen motivierend sagen, dass die Leute das auch wirklich machen oder so vielleicht so leicht erotisch sogar? Natürlich. Okay, gib mir eine Sekunde für meine Werbestimme. Okay. Liebe Leute, nutzen Sie heute Ihren Creator-Code Revenzeit in Fortnite. Unterstützen Sie damit den allerbesten Streamer der Welt, Revenzeit. Dankeschön. Ihr habt's gehört, meine Freunde. Macht's gut. Auch da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.